ich freue mich, dass wir uns treffen können hier in dieser Runde, um die letzte Lektion unseres Viertels zu studieren. Jetzt haben wir 13 Wochen lang das erste Buch Mose studiert und ich freue mich, dass wir die letzten Kapitel heute durchnehmen können. Ich stelle uns noch ganz kurz vor. Ich beginne mit der Lena, hier ist der Thomas, der Carsten, der Raphael und ich bin die Yvonne. Und wir wollen zu Beginn Gott wieder um seinen Segen bitten bei unserem Gespräch. Unser treuer Heiland, danke, dass wir die Geschichten, die vor langer Zeit hier auf dieser Welt passiert sind, dass wir sie kennen dürfen, dass du sie hast aufschreiben lassen für uns. Und ich bitte dich, dass wir in unserem Gespräch miteinander draufkommen, wie diese Geschichten uns helfen können, dein Wesen einfach noch besser zu verstehen und für unser Leben auch aus den Erfahrungen anderer zu lernen. Ich danke dir, dass du bei uns bist. Amen. 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 Ja, letzte Woche hat damit geendet, dass Josef sich zu erkennen gibt, seinen Brüdern zu erkennen gibt und es da ein großes Wiedersehen gibt. Heute haben wir so die letzten Kapitel zur Betrachtung da. Die Lektion ist überschrieben mit Israel in Ägypten. Und ich finde diesen Titel schon sehr interessant. Und jetzt frage ich euch, was verbindet ihr damit, wenn ihr das hört? Israel in Ägypten. Sind ja doch beide Namen sind sehr symbolisch. Ja, die erste Assoziation ist, da sollte Israel nicht sein. Mhm. Ja, natürlich so die Sklaverei, Auszug aus Ägypten, ja, man soll raus aus Ägypten. Auch später in der Geschichte des Volkes kam es immer wieder vor, dass Leute versucht waren, sich Hilfe von Ägypten zu holen und Gott hat immer gesagt, nein, macht es nicht. Mhm. Stimme ich zu, Ägypten kommt negativ weg in der Bibel. Ja. Und begegnet uns ja im ersten Buch Mose schon öfters. Ja, Abraham hat es auch schon gewagt, nach Ägypten zu gehen, weil er merkt, da wo er war, war Hungersnot. Also wendete sich an Ägypten, um dort Nahrung zu bekommen für seine Tiere, für seine Herden, für seine Leute. Aber auch das muss er wieder hinter sich lassen, weil er da mit Lüge gearbeitet hat. Und immer wieder kommt es vor, und auch hier in diesem Zusammenhang, ja, Israel geht im Grunde nach Ägypten, um dort versorgt zu werden. Weil sie schon da, wo interessant, sie sind, nichts haben. Oder? Ja, dass sie in Ägypten versorgt werden. Ja, ja, selbst Jesus ist ja nach Ägypten gegangen als Kind. Als in Bethlehem der Todeserlass für die kleinen Kinder kam. Und auch er musste wieder zurück, aber es war immer mal wieder so ein Zufluchtsort, ja, bei Abraham, für Jesus, wo sie kurze Zeit einen Stopp gemacht haben. Und später hat Gott ihnen gesagt, geht nicht da wieder zurück. Ja, also es begegnet uns heilsgeschichtlich öfter, ja. Ja, gehen wir gleich hinein, schlagen wir auf 1. Mose, Kapitel 46. Und vielleicht, Lena, darf ich dich gleich bitten, dass du die ersten 7 Verse liest. Mhm. Jakobs Ausreise nach Ägypten. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba, und er opferte dem Gott seines Vaters Isaak Schlachtopfer. Und Gott sprach zu Israel in einer nächtlichen Erscheinung und sagte, Jakob, Jakob. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinauszuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Ich selbst ziehe mit dir nach Ägypten hinab und ich führe dich auch wieder herauf. Und Josef wird seine Hand auf deine Augen legen. Da machte sich Jakob von Beersheba auf und die Söhne Israels hoben ihren Vater Jakob und ihre Kinder und ihre Frauen auf die Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn zu holen. Und sie nahmen ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten, Jakob und all seine Nachkommenschaft mit ihm. Seine Söhne, die Söhne seiner Söhne, mit ihm, seine Töchter und die Töchter seiner Söhne und seine ganze Nachkommenschaft brachte er mit sich nach Ägypten. Dankeschön. Ja, Israel brach auf. Gott erschien ihm, sagte, fürchte dich nicht, zieh nur. Wo haben wir das schon gehabt? Im letzten Viertel oder im ersten Buch Mose? Ich
finde es interessant, dass dort jedes Mal, wenn Gott dem Menschen begegnet, der Mensch am Anfang offensichtlich Angst hat. Mhm. Wird ja auch später mal wieder vorkommen. Aber Gott begegnet dem Menschen oft immer wieder mit diesem Trost, mit dieser Ermutigung, fürchte dich nicht. Und vor allem auch hier, denn ich bin mit dir. Mhm. Du bist nicht allein. Und das ist der richtige Weg. Er gibt ihm quasi auch hier diese Ermutigung. Ja? Das ist der Weg, du darfst ihn gehen, ich gehe mit dir. Ja, sehr schön. Mir hat auch der Vers 4 so gefallen, weil das wird hier sogar wiederholt. Ich führe dich. Und dieses Wiederholen vom Ich, das ist einfach die Zusicherung, obwohl das jetzt vielleicht komisch scheint, dieser Plan, also nach Ägypten zu gehen. Wer wird der Herr dabei sein? Und das ist die schönste Zusicherung. Ne? Sei spannend, gerade nachdem er vorher eben zweimal den Namen wiederholt hat, und zwar den falschen. Ja. Ja, also er nennt ihn nicht Israel. Zweimal schon ist Gott ihm erschienen und hat gesagt, du kriegst einen neuen Namen. Und jetzt hat er immer noch den alten Namen, ja, und der wird noch extra betont. Jakob, Jakob. Das heißt, Jakob kriegt seine alte Identität nicht wirklich los. Gott hat es mehrmals versucht und hatte keinen Erfolg damit. Und jetzt unternimmt er nochmal einen neuen Anlauf. Und ich finde es vor allem halt einfach auch sehr, sehr spannend aus der Perspektive Gottes. Gott hatte die ganze Zeit über gewusst, dass Josef am Leben ist. Mhm. Während Jakob in dem Glauben lebt, sein Sohn ist tot. Und Gott hätte es ihm ja sagen können. Er hätte die Spannung rausnehmen können. Er hätte ihn schon vorher trösten können. Aber Gott schweigt. Gott macht es nicht über viele Jahre lang. Und erst jetzt, ja, als eben die Brüder, Josef, als der Jakob vielleicht dazu bereit sind, kommt diese Offenbarung und er sagt ihm, ja, Josef lebt noch. Mhm. Und er wird bei deinem Tod dabei sein und dir die Augen schließen. Ja. Das ist wirklich schon besonders. Wo haben wir es denn im Leben von Jakob? Also in Genesis haben wir dieses Muster von wegen ziehen, weil Gott es einem sagt, ja, oder weil Gott sagt, ich führe dich woanders hin, haben wir ja öfter angefangen mit Abraham schon. Wo haben wir es denn bei Jakob in seinem Leben schon? Wie oft musste er das schon erleben und hat immer wieder die Zusicherung bekommen? Ja, das letzte Mal, wo wir von Jakob hören, dass er so einen Befehl von Gott gibt, zieh aus, war, als er aus Haran rausgegangen ist. Mhm. Wo Gott ihm auch sagt, geh nach Hause zu deinem Vater. Und selbst das erste Mal, als er den Befehl nicht bekommen hat, sondern geflohen ist, hat Gott auch gesagt, ich gehe mit dir, zieh ruhig hin und ich bringe dich wieder zurück. Ist auch interessant, dass immer diese Verheißung gleich dazu kommt, ich bringe dich auch wieder zurück, ja, auch wenn du jetzt weggehst. Was macht das eigentlich mit dem Jakob? Dass er weiß, Gott führt ihn jetzt wohin, aber er soll dort nicht bleiben. Ja, ich versuche mich selber in die Lage zu versetzen. Und es ist natürlich viel Unsicherheit, wenn du bedenkst, was Jakob auch in seiner Geschichte erlebt hat. Er war eigentlich ständig irgendwie unterwegs und vielleicht hat er auch nicht so oft das Gefühl gehabt, hier bin ich zu Hause. Und jetzt im hohen Alter muss er wieder sich aufbrechen. Weiß nicht ganz genau, was auf einem zukommt, und ich stelle mir das als sehr herausfordernd vor. Wie sagen wir immer, einen alten Baum verpflanzt man nicht, ja? Und wer das versucht, einen älteren Menschen woanders hinzubringen, der scheitert oft, ja? Wobei das Kapitel 45 ja aufhört mit der Aussage, mir ist genug, dass mein Sohn Josef noch lebt, ich will hin und ihn sehen, ehe ich sterbe, ja? Also ich glaube, das war noch wichtiger. Ja. Man ist ja nicht unbedingt da zu Hause, wo man wohnt, sondern da, wo liebe Menschen auch sind. Ja? Und wenn jetzt der Josef tatsächlich in Ägypten noch lebt, dann ist das letzte Ziel seines Lebens, dass er den Josef noch mal wieder sieht. Ja. Und so packt er alles zusammen, was er hat. Das wird auch immer wieder betont. Alle Kinder und auch alle Habe, die er hat, und zieht nach Ägypten. Schauen wir in den Vers 27, da steht es nochmal, wir haben ja da der nächste Abschnitt, 8 bis 27, beschreibt einfach die ganze Nachkommenschaft. Und da steht es nochmal betont, die Söhne Josefs, die ihm in Ägypten geboren wurden, waren zwei Seelen, die kamen da noch dazu. Alle Seelen des Hauses Jakob, die nach Ägypten kamen, waren 70.
2. Mose 1 nimmt dann diesen Faden wieder auf und sagt, redet auch von den 70 Seelen, die dann nach Ägypten gekommen sind. Können wir irgendeine Symbolik da hineinlegen in diese Zahl 70? Die Frage ist, ob man eine Symbolik reinlegen kann, aber die 70 taucht einfach öfters auf in der Bibel. Ja, auch Jesus sendet 70 Jünger aus, um einfach so das Werk zu tun. Also das heißt, in der Heilsgeschichte Gottes kommt diese Zahl schon immer wieder vor. Und die 7 ist ja schon so eine Zahl der Vollkommenheit, die 10 auch nochmal, diese Gesamtheit, ja, 7 mal 10. Also ich habe schon auch den Eindruck, dass es hier drauf rausläuft, dass es nicht nur um diese 70 Personen geht, um die Einzelpersonen, sondern um das Volk, das daraus entstehen soll. Jakob bekommt ja gerade wieder die Verheißung, ich werde eine große Nation aus dir machen, auch da unten in Ägypten. Ja, dann schauen wir weiter. Thomas, vielleicht kannst du den nächsten Abschnitt lesen von 28 bis 34. Ja. Er hatte aber den Juda vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach Goschen weise, und sie kamen in das Land Goschen. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Goschen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Und Israel sprach zu Josef: Nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe, und sehe, dass du noch lebst. Josef aber sprach zu seinen Brüdern und zu dem Haus seines Vaters: Ich will hinaufgehen und es dem Pharao berichten und ihm sagen, meine Brüder und das Haus meines Vaters, die in Kanaan waren, sind zu mir gekommen. Und die Männer sind Schafhirten, sie sind Viehzüchter und haben ihre Schafe und Rinder und alles, was ihnen gehört, mitgebracht. Wenn euch dann der Pharao rufen lässt und euch fragt, was treibt ihr? So sollt ihr sagen, deine Knechte sind Viehzüchter gewesen von ihrer Jugend an bis jetzt, wir und unsere Väter. Und dann werdet ihr im Land Goschen wohnen dürfen, weil alle Schafhirten den Ägyptern ein Gräuel sind. Dankeschön. Versuchen wir mal, uns jetzt da hinein zu versetzen. Das ist ja ein Wiedersehen nach, ja, wahrscheinlich ungefähr 23 Jahren. Denn Josef war 17, als er verkauft wurde, und mit 30 kam er vor den Pharao. Dann waren erst die 7 guten Jahre da, dann haben wir schon 2 schlechte Jahre hinter uns. Also Josef wird so im 40. Lebensjahr gewesen sein. Was passiert da bei diesem Wiedersehen? Nach 23 Jahren. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so lange eine Trennung gehabt haben. Es wird sehr emotional beschrieben, okay. Ja. Eine so große Freude, seinen Vater wiederzusehen. Wie es ja heißt im Vers 29, fällt ihm um den Hals und weint lange. Ja. Und auch der Vater sagt, jetzt habe ich dich noch mal gesehen und jetzt reicht es mir quasi. Ja, jetzt kann ich auch in Ruhe sterben. Das ist so für ihn der Punkt. Er darf tatsächlich noch 17 Jahre lang leben. Ja? Wird uns ja am Ende dann gesagt, noch eine längere Zeit. Aber es ist eine sehr emotionale Sache hier. Muss sehr bewegend gewesen sein. Und dann hören wir gleich, dass Josef seinen Brüdern einen Rat gibt. Wie versteht ihr diesen Rat? Man könnte ja meinen, jetzt ist endlich die Familie wieder zusammen und schon sagt der kleine Josef seinen älteren Brüdern wieder, was sie tun sollen, was sie ihm ja damals schon übel genommen haben, was der Grund war, warum sie so eifersüchtig und neidisch waren auf ihn, oder mit ein Grund. Wobei sich die Vorzeichen ja jetzt verändert haben. Ja. Er war nicht mehr der kleine Josef, sondern er war der Chef hier. Und das haben sie ganz genau gewusst auch. Ja. Das haben sie auch schon zu spüren bekommen in der Geschichte vorher. Und trotzdem ist es ja letztendlich seine Gnade überhaupt, dass sie überhaupt noch leben dürfen, dass sie dorthin ziehen dürfen. Und natürlich hat er sich ausgekannt. Und Josef, ein sehr, sehr weiser Rat, ja, wir sollten schauen, auch es ist gut, hier in Ägypten zu leben, hier gibt es noch Vorräte, aber auf der anderen Seite sollten wir uns auch nicht vermischen. Okay. Josef hat Ägypten ganz genau gekannt, war mit der Tochter des Priesters verheiratet, der hat auch den Götzendienst da sehr genau gekannt und hat einfach gewusst, was für seine Familie am besten ist in der Situation. Und hinzu kommt ja noch, was wir hier in Vers
34 lesen können, ja, dass alle Schafhirten, man könnte fast sagen, so diese Nomaden, ja, die da aus der Wüste kommen nach Ägypten, dass die Ägypter da so ihre Vorurteile hatten und auch einige Vorbehalte, ja, weil das heißt ja hier, sie sind ein Gräuel. Sie haben es ja vorher schon erlebt, als der Josef seine Brüder in sein Haus eingeladen hat, wird uns auch schon gesagt, dass sie getrennt sitzen. Mhm. Ja, das geht auch schon darauf zurück, weil man halt weiß, das sind, ja, da waren so ein bisschen Vorurteile da. Und Josef weiß also auch hier, wie kann es jetzt gelingen, wie kann es jetzt anstellen, dass eben auch seine Familie, Herkunftsfamilie, ich nenne es mal so, auch in Ägypten willkommen sind. Ja, dass die auch dort jetzt einen Platz bekommen, dass sie dort auch bleiben können jetzt. Ja. Mhm. Und darum hören sie auch ganz klar auf diesen Rat. Also ich habe hier ein Zitat aus Patriarchen und Propheten, wo Ellen White schreibt, aus Dankbarkeit gegenüber seinem obersten Verwalter hätte Pharao sie wohl mit der Ernennung zu Staatsbeamten geehrt. Also diese Möglichkeit wäre da gewesen, dass die Brüder jetzt sozusagen aufsteigen, ja, vom normalen Viehhirten zu Staatsbeamten. Aber Josef, der treue Anbeter Jahwes, wollte seine Brüder vor den Versuchungen bewahren, denen sie an einem heidnischen Hof ausgesetzt gewesen wären. Und deshalb riet er ihnen, dem König frei und offen ihre Beschäftigung zu nennen. Jakobs Söhne folgten diesem Rat. Sie waren auch so vorsichtig zu erklären, dass sie nur als Gäste im Land verweilen und keine ständigen Bewohner werden möchten. Damit behielten sie sich das Recht, vorwegzuziehen, wann sie wollten. Das war der Plan, ja? Dass wann immer Gott ihnen sagt, jetzt geht, sie auch wieder ziehen können. Dass das leider dann später nicht mehr so war und eingehalten wurde. Ja, das war von Anfang an nicht so geplant von ihnen. Mhm. Ja, also... Vielleicht noch ein Gedanke dazu. Also er organisiert das im Grunde auch so, dass sie als Familie zusammenbleiben können. Mhm. Also er möchte ja auch nicht, dass die jetzt anfangen, sich mit den Ägyptern zu vermischen. Mhm. Er hätte ja sagen können, da ist eine tolle Stadt und da gehen wir alle rein und dann nehmt euch Frauen und hin und her. Sondern die wollten tatsächlich ein eigenes Stück Land haben, was sie bekommen haben, Goschen. Mhm. Und dort waren sie für sich allein. Und das ist jetzt genau so der Punkt für uns. Also das Volk Israel, es waren ja 70 Seelen, wenn wir es jetzt so nehmen, ja. Die Familie von Jakob war jetzt in Ägypten. Und doch haben sie gleich von Anfang an gesagt, wir sind nur Fremdlinge hier. Sie waren abgesondert. Fällt euch da irgendeine Parallele zu uns ein? Ja, man könnte sagen, Jesus sagt ja, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. So, ja. Also auch so diese Spannung, in der auch Christen leben. Mhm. Wobei natürlich das Spannende ist hier, dass Josef ja trotzdem irgendwie voll drin ist. Wie vielleicht auch dann Daniel später. Ja. Also es gibt schon auch Leute, immer wieder, Gott braucht auch Leute, die wirklich mitten reingehen und da trotzdem einen Unterschied machen. Ich frage mich so ein bisschen, hat Josef seinen Brüdern doch so ein Stück weit misstraut? Hat er gedacht, okay, die schaffen das nicht, was ich geschafft habe. Ich bin durch einen Prozess durchgegangen. Ja, Gott hat mich hart geschliffen auch in dem, was ich erlebt habe. Aber ich habe meine Prinzipien hier hochgehalten. Ja? Und wir lesen das ja in der Geschichte, dass er mehrfach die Prinzipien wirklich sehr, sehr treu auch gehalten hat. Und dann eben auch mit dieser Beförderung zurechtkam. Aber sind meine Brüder irgendwo an diesem Punkt, dass sie damit klarkommen würden? Vielleicht gibt es hier auch Abstufungen. Manche können es, von manchen will Gott es vielleicht, aber von anderen auch nicht. Manche müssen geschützt werden. Ja, wie können wir jetzt rausfinden, wer zu welcher Gruppe gehört? Also das ist eine ganz spannende Frage eigentlich an der Stelle. Bringt mich wieder zu einer pädagogischen Konsequenz, denn es ist genau das gleiche Prinzip, wenn Ellen White sagt, sucht jene Jugendlichen aus der Gemeinde aus, die stark im Glauben sind und schickt diese an eine staatliche Universität, um zu studieren. Und bei den anderen macht es das nicht, weil die werden ihren Glauben verlieren. Also ich glaube schon, dass das so ist. Und die Brüder, ich meine, wir wissen ja auch von den Brüdern ein bisschen was, was in der Zwischenzeit alles passiert ist oder auch schon davor. Im Grunde kommen wir wieder an den Punkt, dass die Charakterbildung wichtiger ist, genau, als jetzt irgendwo einen Posten zu haben oder viel Geld zu verdienen oder viel zu besitzen. Sicherlich Josef war an der Stelle, hätte auch sagen können, ja, das sind meine Brüder, also gebe ich denen allen auch so einen Posten und dann können sie viel verdienen und so weiter. Ja. Nein, er kannte sie vielleicht sogar auch, vielleicht war es auch ein Misstrauen in die Richtung, aber er hat ja auch einiges schon mit ihnen erlebt. Er hat sie jetzt getestet, hat gesehen, sie haben sich verändert. Aber er wusste auch um die Versuchungen, das haben wir auch gelesen, ja, die diese Vorrangstellung, die diese
Machtposition, nenne ich mal, ja, diese Verantwortungsposition mit sich bringt. Und Josef ist halt in diese Position gekommen und das hat ihn jetzt nicht verdorben. Manch anderen verdirbt es vielleicht. Mhm. Ja, da ist das nicht so gut. Und das ist auch eine Herausforderung für uns heute, ja, wenn es dann darum geht, dass wir vielleicht merken, unsere eigenen Kinder, die wünschten sich vielleicht gerne auf diese oder jene Schule zu gehen, um dort halt vielleicht schon Sachen zu lernen, die ihnen liegt. Aber gleichzeitig merken wir oder wissen vielleicht auch von ihrem Umfeld her, das wäre nicht gut für ihren Charakter. Mhm. Und dann treffen wir vielleicht eine andere Entscheidung und sagen, nein, dann gehen wir sie lieber in eine Schule, wo sie jetzt vielleicht nicht das lernen, was sie vielleicht gerne lernen wollen, aber da kriegen sie eine bessere Charakterbildung. Und sie können später immer noch das nachholen, was sie jetzt vielleicht denken, was sie verpassen. Mhm. Charakterbildung ist wichtiger. Ja, also es hat schon Konsequenzen für unser persönliches Leben auch, ja. Ja, jetzt sind sie in Goshen. Josef versucht sie allesamt einzuführen. Er geht mit 5 seiner Brüder zu ihm, zum Pharao. Sie machen das, was der Josef ihnen vorgeschlagen hat, geraten hat. Das funktioniert. Ich finde es ja schön, dass der Pharao in Vers 6 von Kapitel 47 zumindest sagt, also die Tüchtigen, die kannst du ruhig auch als Oberhirten über das, was ich habe, einsetzen. Das heißt, im Kleinen versucht er ihnen doch, seine Anerkennung entgegenzubringen. Und jetzt kommen wir dazu, dass sein Vater Jakob zum Pharao kommt. Zweimal steht da drin, in Vers 7 und in Vers 10, Jakob segnete den Pharao. Wie können wir das verstehen? Warum wird so betont, dass es sogar zweimal erwähnt wird? Also vordergründig finde ich es erstmal beachtlich, weil ja immer der Höhere den Niedrigeren segnet. Mhm. Ja, der Vater den Sohn oder ja. Das ist der Pharao, das ist der mächtigste Mann der Welt, ja, damals, der kann man Gott, sagen. Oder? Der war richtig, doch der ganz genau, ja. Und dann kommt Jakob, so ja, dieser dahergelaufene Kreis, sage ich jetzt mal, ja. Und der segnet dann den Pharao. Das ist schon interessant, mhm, ja, welche Stellung so der Jakob einnimmt. Spannend aber eben auch, wenn man sich das Leben Jakobs anschaut, er ist sein ganzes Leben lang immer Segen hinterhergerannt. Er wollte den Segen seines Vaters haben, er wollte den Segen Gottes haben. Richtig krampfhaft, ja, das war so das, was sein Leben ausgemacht hat. Und hier auf einmal, das ist das erste Mal in seinem Leben, nach 130 Jahren, wo wir in der Bibel lesen, dass er anfängt, andere zu segnen. Und diese letzten 17 Jahre seines Lebens, die waren davon bestimmt. Ja, wir lesen dann in den nächsten Kapiteln insgesamt 8 Mal wird erwähnt, dass Jakob segnet. Und seine Enkel, seine Söhne, ja, das kommt immer wieder vor. Das heißt, seine letzte Lebensaufgabe war es, Segensspender zu sein. Wie schön, wenn das Leben so aufhört. Auch wenn vielleicht 130 Jahre vorher, wie Jakob hier sagt, wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Ja, also eigentlich sehr schlimm so, ja, wenn er sein Leben 130 Jahre mit diesen Worten, diesen Adjektiven hier zusammenfasst, böse. Ja, mein Leben war böse. Das ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber trotzdem, diese letzten 17 Jahre haben dann den Unterschied gemacht. Denn in Kapitel 48 können wir dann lesen, dass er dann am Schluss sagt, in Vers 15 und 16, dass Gott das ganze Leben lang sein Hirte gewesen ist, bis auf diesen Tag, und der Engel ihn erlöst hat von allem Übel. Das heißt, ganz zum Schluss auf einmal ist das Negative verblasst. Und er hat die Führung Gottes in seinem Leben gesehen und wahrgenommen. Und das ist das, was geblieben ist. Und mit dieser inneren Einstellung und dieser Haltung der Dankbarkeit Gott gegenüber hat er auch friedlich einschlafen können. Ich habe jetzt eine Frage an euch. Habt ihr schon mal jemanden gesegnet? Also ich möchte einfach praktisch überlegen, wie hat das hier ausgesehen, dass der Jakob den Pharao segnet? Vielleicht eine kurze Anmerkung dazu. Also in meiner Elberfelder habe ich auch eine Fußnote zu diesem Segnen, und da steht als Alternativ auch, grüßte den Pharao. Und ich
verstehe es auch ein Stück weit in diesem Kontext. Also wir haben es ja auch im Neuen Testament, die Grußformel, die viele, also wo der Apostel dann grüßt, und du hast auch einen Segensspruch, das da mitgeht. Ich verstehe das eher, also nicht so, wie wir vielleicht heute Segen so verstehen, mit der hat die Hände erhoben und dann irgendeine Formel ausgesprochen. Ich verstehe das auch schon mit einem Grüßen. Aber es geht auf jeden Fall einher, dieses Respekt, was schon jetzt auch interessant ist, was Carsten auch aufgerufen hat. Ich meine, das ist der mächtigste Mann der Welt. Und trotzdem begegnen sie sich zumindest scheinbar auf Augenhöhe. Und sie können sich einander grüßen. Er dankt ihnen ja auch dafür. Also, um jetzt tatsächlich auch auf deine Frage einzugehen, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich jetzt so diesen typischen Segen, aber natürlich wünscht man vielen Menschen, dass Gott sie geleitet oder dass sie Erfahrungen mit Gott machen. Also ich mache das oft, wenn ich Besuche mache bei Leuten zu Hause, bete ich ja auch, dass sie Gottes Segen erleben und erfahren. Das ist für mich ein Stück weit diesen Segen weitergeben. Mhm. Erst heute habe ich wieder Menschen gratuliert zum Geburtstag und zum Tauftag. Und da gibt man ja auch Worte weiter aus der Schrift und wünscht ihnen hier Gottes Segen. Also man gibt hier ihnen auch etwas weiter, wo sie ja auch eine Ermutigung bekommen. Ja. Und wie auch immer das jetzt war, es wird uns hier im Detail leider nicht berichtet, ja, wie Jakob jetzt den Pharao segnet. Interessant ist, dass der Pharao dann wissen möchte, wie alt ist er. Ja, ja, also ich habe... die Frage jetzt her. Ja, genau. Ich habe mir nur gedacht, es wäre doch echt so schön, dass wenn eben mit jedem, mit dem wir zu tun haben, er sich gesegnet fühlt, nachdem wir mit ihm zu tun hatten. Ich glaube auch, dass wir nicht das immer so aussprechen müssen, und wir können gar nicht segnen, ja? Ich kann nicht sagen, ich segne dich, also. Aber, ja, Gott möge unser Leben als Segen für andere verwenden, so wie das beim Jakob war. Ja, der Rest vom Kapitel 47 beschreibt hier etwas Geschichtliches, was mich sehr interessieren wird, ob das in irgendwelchen Hieroglyphen oder so überliefert ist, dass eigentlich das ganze ägyptische Volk sich hier an den Pharao verkauft hat und er den gesamten Grundbesitz bekommen hat. Und dann gibt Jakob noch Anweisungen für sein Begräbnis. Da lesen wir in Kapitel 47, Vers 28, er lebte im Land Ägypten 17 Jahre, er wurde insgesamt 147 Jahre alt, und dann lässt er den Josef noch etwas schwören sogar. Es ist ihm nicht genug, dass er es ihm nur verspricht. Was steckt da dahinter? Vielleicht sollen wir es lesen. 29 bis 31, Carsten, magst du die Verse lesen, die drei? Als nun die Zeit herbeikam, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm: Hab ich Gnade vor dir gefunden, so lege deine Hand unter meine Hüfte, dass du die Liebe und Treue an mir tust und begrabest mich nicht in Ägypten, sondern ich will liegen bei meinen Vätern, und du sollst mich aus Ägypten führen und in ihrem Grab begraben. Er sprach, ich will tun, wie du gesagt hast. Er aber sprach, so schwöre mir. Und er schwor ihm. Da neigte sich Israel anbetend über das Kopfende des Bettes hin. Genau, oder über seinen Stab, oder wie immer man das übersetzt. Warum war ihm das so wichtig, dass er nicht in Ägypten begraben wird? Nein, man kann sagen, natürlich auch erstmal, es gab ein Familiengrab, das war einfach woanders, ja, da wollte er liegen. Aber da hängt ja noch mehr damit zusammen, nämlich die Verheißung Gottes. Mhm. Die Gott Abraham schon gegeben hatte, das ist das Land, was ich gegeben habe, wo Abraham schon ausgezogen war. Und Jakob will hier deutlich machen, verliert diese große Vision nicht aus den Augen, selbst wenn 17 Jahre vielleicht eine lange Zeit zu sein scheinen. Aber Ägypten ist trotzdem nur eine Zwischenstation. Ägypten ist nicht da, wo wir endgültig sein sollten. Das ist woanders. Das ist das Land, was Gott uns gegeben hat. Vergesst es nicht. Und was mich hier auch noch fasziniert ist, Gott sagt ihm ja, ich werde dich wieder heraufführen. Ja? Bevor er geht, sagt er, zieh runter, ich bringe dich wieder rauf. Stimmt das? Für uns, die wir griechisch denken, wir würden sagen, er hat ihn nicht wieder raufgeführt, weil er ist dort unten gestorben. Aber darum geht Gott gar nicht. Ja? Er sieht das große Bild und sagt, deine Familie, die wird wieder raufkommen. Und
ich habe den Eindruck, dass wir uns manchmal so schwer tun, dieses große Bild zu sehen. Ja? So oft höre ich von Geschwistern, die älter werden, ja, ich habe immer gedacht, ich werde nicht mehr heiraten. Jetzt habe ich geheiratet. Ich habe immer gedacht, ich werde nicht mehr in Pension gehen. Jetzt bin ich schon in Pension. Ich habe immer gedacht, ich werde Jesu Wiederkunft noch erleben, solange ich lebe. Aber ich merke, es geht mir einem Ende zu. Und da schwingt so eine Spur Wehmut mit, ja? Aber bei Jakob merke ich, der gibt noch die Anweisung und sagt, ja, ich weiß, ich werde sterben, aber bringt mich wieder dort zurück. Ich will wieder dort sein, wo Gott gesagt hat, dass er mich hinbringt, auch wenn ich es nicht mehr lebendig erlebe. Ja? So müssen wir unsere Zuversicht und unsere Hoffnung auch immer festhalten, dass Gott, auch wenn wir es vielleicht in unserem kleinen Dasein nicht mehr erleben, dass er doch seine Verheißung erfüllen wird. So, jetzt kommen die ganzen Segnungen. Zuerst einmal seine Enkel, Ephraim und Manasse. Von hier weg, Kapitel 48, Vers 5, kommen diese beiden ja auch auf oder werden eingereiht in die Liste von Jakobs Söhnen, die ja dann auch später Stammväter werden. Ja? Hier sagt er das: Nun, deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, bevor ich zu dir nach Ägypten kam, die sollen mir gehören. Ephraim und Manasse sollen mir gehören, wie Ruben und Simeon, wie seine beiden Ersten. Und wir finden sie dann auch später immer in der Liste der 12 Stämme. Und er segnet sie mit einem besonderen Segen. Auf diesen Vers 15 und 16 wollte ich auch noch eingehen. Du hast ihn schon erwähnt. Also in der Elberfelder steht der Gott, der mich geweidet hat. In der Luther steht der Gott, der mein Hirte gewesen ist mein Leben lang. Vers 16, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat. Wie ist das für euch? Erlebt ihr das auch, dass Gott so euer Hirte ist? Wir kennen das vom Psalm 23. Aber wenn ihr zurückschaut auf euer Leben, könnt ihr das sagen? Er hat mich geweidet wie ein Hirte? Oder wie würdet ihr das ausdrücken mit modernen Worten? Ich finde es eine der schönsten Verheißungen, die wir haben in der Bibel. Mhm. Wir nehmen ja Jesus als unseren Heiland an, der uns unsere Schuld vergibt, der uns quasi erlöst von unseren Sünden. Wir nehmen ihn auch als unseren Herrn an. Wir vertrauen darauf, dass sein Wille das Beste für unser Leben ist und entscheiden uns, ihm nachzufolgen. Aber all das würde uns ja nicht gelingen. Wir haben ja nicht die Kraft, nach seinem Willen zu leben. Wir brauchen seine Gegenwart in unserem Leben. Und somit ist er unser Hirte und unser Herr. Das sind so vier Worte mit einem H. Und er als unser Hirte, gerade wenn wir auf Psalm 23 schauen, heißt eben nicht alle Tage sind wunderbar und es ist Friede und Freude und Sonnenschein. Ja? Mhm. Sondern gibt es eben auch so manche Täler. Und wenn Jakob hier zurückschaut, dann weiß er, dass es so manche Herausforderungen gab. Wir haben es schon angesprochen, Gott zeigt ihm halt nicht dann ja als Trost, denn so lebt er noch, sondern er lebt in dieser Trauer viele Jahre lang und bekommt dann erst am Ende, als dann die Wagen da stehen, diesen Zuspruch von Gott, du kannst auch diesen Weg noch gehen und ich bin bei dir. Und so sieht er, dass Gott immer bei ihm war, als sein Hirte und ihm am Ende dann auch zum Ziel bringt. Also für dich ist das Bild des Hirten offensichtlich noch genauso real wie damals, als sie wirklich alle Schafhirten waren. Habt ihr noch irgendeinen modernen Vergleich, den wir nehmen könnten? Wie ist Gott, wenn wir diese Eigenschaften eines Hirten beschreiben wollen? Wie wäre das für uns heute? Wo wir mit Schafen immer so viel zu tun haben. Was würdet ihr jetzt sagen für jemanden, der diese Eigenschaften, die du gerade genannt hast? Ich meine, ein Bild, was Jesus selber verwendet, ist ein Vater, ja. Aber auch das ist in unserer Gesellschaft nicht immer positiv besetzt, ja. Aber eigentlich ist ein Vater ja auch jemand, der immer da ist, der einem hilft, der einem zur Seite steht, der liebevoll ist, der auch erzieht, ja. Ich hänge gerade so ein bisschen an der Stelle, weil dieses Bild
ja eigentlich auch kein sehr schmeichlerisches Bild ist. Wenn wir nämlich Schafe sind und Schafe sind einfach absolut abhängig. Ja, das sind hilflose Tiere, die kriegen irgendwie nicht selber auf die Reihe. Die sind auch nicht so intelligent. Und sind nicht sehr intelligent, ja. Also wir verklären das immer so schön, so irgendwo halt, ja, Hirte und Schaf. Und es ist einfach so, es gibt so ein angenehmes Gefühl. Aber wenn man einfach eigentlich so drüber nachdenkt, ist eigentlich gar nicht so ein tolles Bild. Und wir wollen ja in der heutigen Gesellschaft auch selbstständig sein und selber was auf die Reihe kriegen. Aber Jesus sagt auch, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, es hat sich nicht geändert. Da kommt diese Abhängigkeit einfach raus und wir brauchen den Gott, der für uns sorgt, der uns das Leben erhält. Wenn es diesen Gott nicht gäbe, dann würden wir hier tot umfallen, dann könnten wir keinen Atemzug tun. Da denken wir oft nicht dran im Alltag. Ja, das scheint für uns völlig normal und selbstverständlich zu sein. Das ist es aber nicht. Ja, wir sind abhängig und von dem her ist es schon ein sehr, sehr gutes Bild. Und wahrscheinlich gar nicht so leicht, da irgendwie so ein adäquates Bild heute zu finden, weil es in diese Zeit heute nicht mehr reinpasst. Denn wir wollen eigentlich solche Bilder nicht haben. Ja, ich habe auch überlegt, es gibt sowas kaum, vielleicht noch, weiß ich nicht, eine Schwester auf der Intensivstation oder so, ja, die für einen so sorgt, wo man so abhängig ist. Aber wir geben das oft an Maschinen ab, diese Fürsorge und diese Pflege. Aber Eltern kommen dem sicher noch am nächsten, wenn sie ihre Hirtenpflichten wahrnehmen. Ja, wenn wir weiterschauen im Kapitel 49, haben wir dann Segen und auch Fluch über seine Söhne. Also es ist nicht so, dass sie alle nur Segen bekommen, sondern auch, ja, Jakob erinnert sie noch einmal an das, was sie so, möchte mal sagen, angestellt haben in ihrem Leben. Die Verse, die uns hier sicher am bekanntesten sind, sind die Verse über Juda. Vielleicht lesen wir die auch noch miteinander. Lena, würdest du sie lesen in Kapitel 49, 8 bis 12? Juda, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreißen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Schilo kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. An den Weinstock bindet er seinen Eselfühlen, an die Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Dankeschön. Da kommen ja so viele Bilder vor, die wir alle dann weiter hinten in der Bibel wiederfinden. Vielleicht können wir ein paar Bilder rausholen. Was erinnert euch da sofort an etwas? Ja, zum Beispiel der Löwe eben, der jetzt genannt wird, ja, der dann auch in Offenbarung 5 vorkommt ja, und auf Jesus bezogen wird. Genau. Der Löwe aus dem Stamm Juda, ja? Was haben wir noch? Es ist ja von Herrschaft hier die Rede, ja? Mhm. Das Zepter und auch der Herrscherstab, ganz klar Symbole, eigentlich königlicher Art. Ja? Es ist also schon auch eine Prophezeiung für die Zukunft. Wir wissen es ja dann, wie es sich weiterentwickelt. Durch die Geschichte wird ja dann aus Juda das Königsgeschlecht kommen oder das Königsgeschlecht mit dem Hause David dann und so weiter. Bis dann der Schilo kommt, ganz klar auch ein Hinweis auf den Messias. Mhm. Und das Eselsfüllen und so weiter. Es sind so viele Anspielungen hier. Das ist wunderbar, dass Jakob auch prophetisch hier gesprochen hat. Vielleicht das Spannende eben auch an der Stelle ist, es ist Juda und es ist eben nicht Josef. Mhm. Ja, Josef, der alles richtig gemacht hat in seinem Leben, ja, der vorbildliche Sohn, sein Lieblingssohn früher gewesen. Und dann ist da Juda. Ja. Und Juda, der hat wirklich Dreck am Stecken gehabt. Er war derjenige eigentlich, der dafür gesorgt hat, auch dass Josef verkauft wird. Mhm. Dann gibt es noch diese
Geschichte mit Tamar, die da noch mit reinkommt, halt, wo man auch genau merkt, Juda hat eben nicht die Prinzipien gehabt, die Josef bei der Frau vom Potiphar gehabt hat. Und trotzdem ist Juda derjenige, der mit seinem Leben wirkt für seinen jüngeren Bruder, ja, der sich da einsetzt. Und interessanterweise wird er auserwählt. Ja, der König David und letztendlich dann auch der Messias kommt eben aus seiner Linie und nicht aus der Linie Josefs. Und auch nicht aus der Linie Rubens als Erstgeborene mehr. Ja, Jakob teilt hier irgendwie so diesen Segen, dieses Erstgeburtsrecht auf. Ja? Mhm. Josef kriegt so das Materielle, den doppelten Segen. Mhm. Levi kriegt das Priestertum. Und Juda kriegt so den geistlichen Erbteil. Schon interessant. Was mich wieder zu dem bringt, was du vorhin gesagt hast, Thomas, dass es um den Charakter geht. Ja? Mhm. Nicht um irgendeine Stellung, die von Geburts wegen da ist. Und vielleicht auch gerade, weil du Levi angesprochen hast, Lena. Ich finde es auch sehr ermutigend, dass auch so eine, ich sag mal, Levi, der war ja auch nicht gerade so ein Vorzeigesohn, der mit dem Schwert mal schnell reingeschlagen hat. Und das steht ja auch hier drin, ja, ihre Schwerter sind mörderische Waffen, kommen nicht gut weg. Aber das heißt nicht, dass alle seine Nachfahren dazu verdammt sind, ja, ihr ganzes Leben lang unter dem Fluch zu stehen. Denn als Israel untreu ist bei der Geschichte mit dem goldenen Kalb, da steht auf einmal der Stamm Levi auf. Ja, und auf einmal sind so diese mörderischen Waffen, ja, werden dann für Gott eingesetzt, zum Gericht an der Stelle. Und Gott wählt dann gerade diesen Stamm aus, dass sie das Priestergeschlecht dann auch bilden. Also das heißt auch, das muss auch nicht für alle Ewigkeit festgelegt sein. Ja, das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Es gibt auch eine Freiheit, die Nachfahren haben, die können was machen. Bei manchen, ja, Ephraim hat sich dann eher negativ entwickelt, gibt es viele negative Geschichten später in der Bibel. Und hier bei Levi, ja, da ist es in eine positive Richtung gegangen. Ja. Das heißt, jeder kann aus seinem Leben was machen und mit Gott genau. Etwas Positives. Hat auch eine eigene Verantwortung. Ja, ganz kurz zum Schluss noch die beiden Begräbnisse oder Nicht-Begräbnisse. Jakob stirbt, nachdem er seinen Segen austeilt, in Vers 33, sehr schlicht. Dann wird er im Land Kanaan begraben. Ganz viele Menschen ziehen mit, Ägypter und auch seine Familie, um ihn zu begraben. Bei Josef lesen wir von keinem Begräbnis, sondern nur mehr von einem Sarg. Und er sagt extra noch, nehmt mich auf jeden Fall mit, wenn ihr dann hier auszieht. Und wir wissen ja später, dass sie da auch nicht drauf vergessen haben. Auch interessant, ja? So hört das erste Buch Mose hier auf mit dem Sarg in Ägypten. Und trotzdem ist da ganz viel Hoffnung da, nämlich die Hoffnung, dass Gott sie wieder zurückführen wird. Eines ist noch wichtig und unsere Zeit ist schon um, aber Josef sagt hier zum Schluss, das Letzte, was uns hier aufgeschrieben ist, etwas sehr Bedeutsames. Nämlich als die Brüder nach dem Tod ihres Vaters Angst haben, dass Josef jetzt ihnen Vergeltung üben würde, da sagt er, er weint zuerst, es betrifft ihn so oder trifft ihn sehr. Und dann sagt er im Vers 20, fürchtet euch nicht, Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Und so möchte ich mit der Frage schließen, habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand euch etwas Böses wollte oder ihr etwas Schlechtes erlebt habt und Gott hat es in eurem Leben zu etwas Gutem gewendet? Vielleicht kann man ein, zwei ganz kurze Statements dazu noch hören. Ich muss sagen, gerade wenn ich so schwierige Phasen in meinem Leben hatte, wo ich mal richtig krank war oder so, das waren immer die Phasen, wo ich charakterlich sehr, sehr viel dazugelernt habe. Schön. Das ist vielleicht ein banales Beispiel, aber ich musste ein Schuljahr wiederholen. Und das war nicht in meinem Plan. Und trotzdem, wenn ich jetzt zurückblicke, war es das Beste, was mir hätte passieren können, einfach weil ich charakterlich mich entwickeln konnte, ich andere Freunde gewonnen habe und das jetzt für meine Lebenslaufbahn deutlich besser war. Dankeschön.
Wolltest du noch was sagen, Thomas? Nein. Ich habe den Eindruck, dass das auch das ist, was wir aus dem ersten Buch Mose rausnehmen können. Es hat so gut begonnen mit der Schöpfung, alles war vollkommen. Dann haben es die Menschen vermasselt. Aber gleich bei diesem Vermasseln kam diese Zusicherung, ich werde euch da wieder raushelfen, ich werde euch den Erlöser schicken, ich werde euch wieder dahin bringen, wo ihr eigentlich hättet sein sollen. Und es zieht sich durchs ganze Buch. Und jetzt sind wir hier am Schluss und es endet mit Sarg in Ägypten. Aber es ist eben nicht das Ende. Die Hoffnung auf das verheißene Land ist da. Ja, Lena, würdest du mit uns noch beten zum Schluss? Ja, himmlischer Vater, großer Gott, Herr, ich danke dir für dieses Quartal, in dem wir über die Geschichten der alten Patriarchen nachdenken durften. Wir durften so viel darüber lernen, wie du mit ihnen gegangen bist, wie du sie geführt hast. Durch Höhen und Tiefen, du warst immer an ihrer Seite. Und sie haben an dieser Verheißung festgehalten, die du ihnen geschenkt hast. Herr, sie haben sich als Fremdlinge in Kanaan und auch in Ägypten geführt, mit dem Ziel, dass du ihnen einmal das ganze Gebiet geben möchtest. Und so sind wir auch hier auf der Erde Fremdlinge, die auf dein Kommen warten. Und ich bitte dich darum, dass wir uns das immer bewusst machen. Herr, dass wir haben eine bleibende Stadt, die aber nicht auf dieser Welt ist. Hilf uns, dass wir als Erdenbürger trotzdem unsere Mitmenschen ein Segen sind, so wie auch die Patriarchen dein Wort immer mitgenommen haben und dich als Gott, egal wohin sie gegangen sind oder du sie geführt hast. Dank dafür. Amen. Amen. Amen.